Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlenerds, zu diesem Video. Heute soll es ein bisschen ein Tutorial quasi geben, so ein kleines Workaround, wie ihr eure 3D-Drucke als Metall umsetzen könnt. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel so ein paar schicke Anhänger hier gemacht oder Münzen, sowohl hier im Großformat als auch hier ein paar kleinere Münzen. Und ihr könnt es hier sehen, ich habe jetzt hier, das ist so wurde das quasi gemacht und hier so zum Beispiel einen Siegelring habe ich mir selber gemacht. Der ist jetzt noch nicht so perfekt, aber wir sind jetzt hier auch erst am Anfang, dass wir quasi unsere 3D-Modelle in Metall umsetzen. Das ist jetzt hier alles ein Metall mit einem niedrigen Schmelzpunkt. Ich habe jetzt hier Zinn verwendet. Ihr könntet rein theoretisch, das kennt ihr vielleicht auch, Bleiguss, im Bleigussverfahren das Ganze machen. Ich finde aber Zinn ist etwas besser, vor allem weil es halt auch nicht so giftig ist wie Blei zum Beispiel. Und das kann man dann halt auch schon eher mal so tragen. Ich würde es euch trotzdem nicht empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Ring habt, dass ihr den dauerhaft tragt. Ich mache das jetzt hier nur für das Video, weil das kann halt manchmal so an der Oberfläche von eurer Haut so ein bisschen einfach so dunkle Abdrücke hinterlassen. Aber das ist jetzt, sage ich mal, alles als Experiment und ich möchte euch, sage ich mal, auf diese Reise mitnehmen, um euch schon mal so bis hierhin meine Erfolge zu zeigen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Wir wollen das Ganze aber noch weitaus weiter treiben hier auf diesem Kanal, werdet ihr aber später in diesem Video noch mehr zu erfahren. Als erstes mal, was habe ich hier alles auf dem Tisch liegen? Es sind schon ein paar verschiedene Sachen, aber ich habe jetzt vorerst erstmal nur eine Sache davon verwendet oder beziehungsweise ein Verfahren davon verwendet. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das so umzusetzen. Ich habe in erster Linie aktuell das hier dafür verwendet. Das hier ist hier von TFC, Troll Factory. Das ist hier so ein feuerfestes bzw. ein hitzebeständiges Silikon. Das hält bis 450 Grad Hitze aus. Steht doch hier drauf, bis 450 Grad Celsius. Besteht aus zwei Komponenten, Komponente A, Komponente B. Ihr müsst es einfach nur im Verhältnis 1:1 miteinander mischen und könnt dann ein Silikon herstellen. Also, aber vorher müsst ihr natürlich eure Modelle in 3D designen. Also ich habe die quasi hier bei mir in Cinema 4D habe ich die gestaltet. Ihr könntet die mit Cinema 4D machen, mit Fusion 360 und so weiter und so fort. Es gibt da ja tausende Programme für. Habe ich auch schon Tutorials zu gemacht, wie man damit eigene Sachen gestalten kann. Schaut euch die gerne an. Sucht einfach nach Shimmer Media HD von der Idee bis zum fertigen Werkstück. Das Ganze habe ich einmal mit Cinema 4D gemacht, weil ich das Programm einfach schon seitdem ich 13 bin verwende und mit Fusion 360, weil das halt eben sehr, sehr, sehr viele in diesem 3D-Bereich verwenden, um eigene Modelle zu machen. Gibt natürlich auch noch sowas wie Blender und ganz viele andere Programme, die man auch noch da benutzen kann. Da habe ich hier zum Beispiel einmal so eine große Münze gemacht, hier vorne mit meinem Gesicht drauf. Ich gehe mal ein bisschen näher, dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Ja, hier sowas zum Beispiel. Ja, das habe ich halt einfach als Münze von mir gemacht. Das habe ich vorher von einem Künstler auf Fiverr extra von mir so anfertigen lassen, weil normalerweise, vielleicht für die Leute, die neu auf dem Kanal sind, normalerweise trage ich halt eine andere Kappe und die halt immer so rückwärts. Und deswegen erkennt man, glaube ich, dass ich das bin, aber halt eben als Cyborg. Das ist quasi auch der Titel, also das Titelcover von meinem neuen Buch gewesen. Und halt hier auf der anderen Seite ganz normal mein Logo so drauf als große Münze. Hiermit hatte ich eigentlich noch was anderes vor. Ich wollte mir eine Graphitform hieraus machen. Da ist aber der erste Versuch leider ein bisschen schief gegangen, weil das halt die Form, also die nachdem das getrocknet ist, ist das ein bisschen gerissen. Da muss ich noch ein bisschen mit der Mischung arbeiten. Ne? Graphit, Lehm, eigentlich 50-50, aber irgendwas, aber ich bin noch im Lernen und ich nehme euch da mit, aber trotzdem möchte ich euch schon mal die ersten Ergebnisse zeigen. Ich kann euch ja auch mal diese Ergebnisse hier schon mal näher zeigen, dass ihr das direkt am Anfang des Videos mal ein bisschen seht. Sind auch mit verschiedenen Variationen, habe ich das gemacht. Also das hier, ich zeige euch erstmal das, wie ich finde, beste Ergebnis, was mir gelungen ist bisher. Das ist hier so eine kleine Münze. Na, Fokus ist nicht so ganz on point. Ja, das ist hier so eine kleine Münze von mir. Ja, ihr seht, da ist bei der Wange so ein bisschen eingefallen. Da war eine kleine Luftblase oder irgendwas. Aber ansonsten sieht das hier doch schon mega perfekt aus. Natürlich, das sind so ein paar kleine Kraterchen so an der Oberfläche. Aber für, ich möchte das mal eben so machen. Ne, es halt, sieht so schön silbrig aus. Aluminium, silbermäßig. Ist halt aber Zinn. Von hinten sieht das halt so aus. Hier, so wurde das quasi gegossen. Das habe ich in dieser Form hier gegossen. Ja, das habe ich
Das ist hier auch dieses hitzebeständige Silikon. Und dann müsst ihr euch vorstellen, habe ich das im Grunde einfach nur, ne, hier so reingegossen und dann war das hier so. Ne? Das ist, wie finde, also finde ich, das aktuell beste Ergebnis, was mir gelungen ist. Aber das wird auch noch besser. Wie, warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch auch noch. Dann habe ich mich an... ja, ich wollte eigentlich Einkaufschips machen, aber dafür ist es ein bisschen zu dick geworden. Das hier sind solche, ja, etwas kleineren Münzen. Die sind von der Größe her exakt genauso groß wie eine Einkaufsmünze, nur halt eben leider dicker. Ja, ist schon ganz cool. Ihr seht, das ist, die Oberfläche ist so ein bisschen dunkel. Ich habe hier auch noch eine, wo die Oberfläche ein bisschen heller ist. Ist halt je nachdem, wie ihr das Ganze poliert. Sieht schon ganz cool aus, finde ich. So, ne, und auf der Rückseite auch wieder hier mein Logo drauf. Ich finde es schon ganz cool geworden. Ja, aber das, was hier eigentlich jetzt dunkler euch erschienen ist, das ist quasi die Münze, die am besten geworden ist. Die möchte ich unbedingt aufheben. Dann habe ich mich auch noch neben der Münze an einen Anhänger gewagt. Ne? Das ist halt im Grunde genommen einfach hier nur so der blanke Anhänger. Der ist jetzt halt echt nicht so gut geworden, nur ich wollte euch das halt trotzdem mal zeigen. Hier habe ich das Material ein bisschen zu heiß werden lassen und dann war, da hat das quasi gekocht, wo ich das in Silikon reingegossen habe. Das war ein bisschen zu heiß und dann hier einfach so eine Kette dran gemacht. Ne? Und von hinten seht ihr auch, dass das halt absolut nicht so top aussieht. Und hier habe ich auch kein reines Zinn verwendet, sondern das war irgendwie so Altmetallzeugs, was ich eingeschmolzen habe. Da waren auch irgendwelche andere Legierungen mit dabei. Und deswegen seht ihr da auch diese Bronzeeinschlüsse oder was auch immer das dann da mit drin ist. Das kann halt immer passieren, müsst ihr halt eben gucken. Und dann habe ich mir überlegt, boah, so ein eigener Siegelring wäre doch cool. Und das hier war tatsächlich mein erstes Ergebnis von dem eigenen Siegelring. Ja, das war so der erste Versuch. Man sieht hier an der Seite auch schön diese Ausarbeitungen und so. Es sieht schon ganz cool aus. Habe ich hier übrigens ein bisschen poliert und ein bisschen mit Dings hier W40, also hier mit WD40, mit diesem Öl dann nochmal poliert. So, das wird dann ein bisschen, ja, ich glaube, kann man ein bisschen feiner dann damit arbeiten. Aber es ist halt nicht perfekt geworden. Ihr seht, da sind auch Löcher drin, so, das ist halt nicht perfekt. Dann der zweite Versuch, den habe ich noch nicht mal jetzt hier losgelöst. Sieht auch schon schön aus, aber da sind noch mehr Löcher drin und so. Ich habe halt auch nochmal da eine andere Form gemacht und so. Und das hier war tatsächlich mein dritter Versuch und mit dem bin ich schon relativ zufrieden. Das ist schon relativ gut geworden, also in Anführungszeichen. Ne? Könnte natürlich noch besser sein. Hier vorne soll auch wieder mein Gesicht drauf sein. So ein bisschen erkennt man es. Also wenn man wirklich, wenn man weiß, was es ist, warte, ich zeige euch das Original mal daneben. Wenn man weiß, dass es das hier sein soll, dann erkennt man es auch so ein bisschen. Ja? Auch von der Seite, das, ne, kann man schon ein bisschen erkennen auf jeden Fall. Diese Floralmuster und so. Auch von unten. Ja? Also es ist jetzt nicht komplett scheiße geworden. Es ist ausbaufähig, aber schon mal ganz cool soweit, finde ich jedenfalls. Und genau, da habe ich halt eben verschiedene Schritte für gemacht. Das erste, was ich gemacht hatte, bevor ich mit den Ringen und mit den Münzen und sowas angefangen habe, war hier tatsächlich diese Münze. Also da habe ich erstmal 4 Stück von gemacht. Das war das erste, was ich so gemacht habe, weil das Silikon war damals noch nicht da. Aber was ich natürlich da hatte, war mein Lasercutter und Holz. Und auch wenn das total absurd klingt, man sieht es, das ist hier sehr schwarz drin. Aber das funktioniert tatsächlich. Eine Schicht fehlt jetzt hier noch. Also normalerweise, das sind halt 3 Schichten. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt quasi ja, die Vorderseite der Münze, die Rückseite der Münze und dann das mittlere Holzteil, was dann die Dicke der Münze vorgibt. Und da mein Material 3 mm dick ist, ist diese Münze 3 mm dick. Für einen Einkaufschip ist das natürlich leider etwas zu dick. Ich dachte mir so als Idee, wäre vielleicht ganz cool und du probierst es halt einfach mal. Aber, beziehungsweise es kann, ich weiß nicht, ob das in den Einkaufswagen reinpassen würde. So von dem Umfang her ist es exakt dieselbe Größe wie ein Einkaufschip, nur von der Dicke ist es halt etwas dicker. Man müsste es mal probieren. Ich war jetzt seit
seitdem noch nicht mehr einkaufen. Aber es wäre mal ein Versuch wert. Vielleicht gucke ich mal, ob das vielleicht trotzdem passt. Ist natürlich aber auch so aus Zinn so eine schwere Münze immer damit. Ne? Ist halt auch wieder fragwürdig, ob man das so machen möchte. Da ist das wahrscheinlich aus Plastik definitiv besser. Aber ich wollte es einfach mal probieren. Und habe dann quasi in das Holz reingraviert erstmal. Und habe dann in der Mitte quasi, quasi das ausgeschnitten. Hier in der Mitte war so ein Angusskanal. Ich blende euch hier irgendwo nochmal ein paar Stories, ein paar Videos dazu noch immer mit ein zu dem, was ich so sage, um das Ganze so ein bisschen zu untermauern und euch zu zeigen. Genau, und dann habe ich halt quasi einfach hier mir diese Kelle genommen. Ja, habe dann hier mit dem Bunsenbrenner einfach das Material erhitzt und habe das dann hier vorsichtig oben reingekippt. Ich habe mir das da so extra mit so einem Kreppband, also ich habe das hier mit Kreppband generell zugeklebt und auch mit so einem Kreppband so ein, wie so ein Anguss noch reingemacht, weil das natürlich, wenn das hier noch so ein, drei, ist quasi ein 3 mm Schlitz zum Eingießen, das ist natürlich ein bisschen tricky, aber ich habe es hinbekommen und die Münzen sehen auch soweit ganz, ganz passabel aus. Also quasi, wenn ihr einen Lasercutter zu Hause habt und einen Bunsenbrenner und hier so eine irgendwas, wo drin ihr halt irgendwie Zinn oder Blei oder sonst was erhitzen könnt, das ist easy, ne? Wirklich einfach, zack, zack, zack. Ich würde euch natürlich trotzdem raten, tragt eine Maske, ja. Nehmt euch nicht unbedingt ein Beispiel an den Aufnahmen, die ihr so von mir seht, weil manchmal habe ich keine Maske getragen, manchmal habe ich keine Handschuhe getragen und so. Aber bei dem, was ich später noch so mache, werde ich immer so einen kompletten Schutz, also so einen Spritzschutz tragen, eine Lederschürze und feuerfeste Handschuhe und so. Also das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Das möchte ich hier trotzdem erwähnen. Das heißt, nehmt euch nicht unbedingt ein Beispiel an den Aufnahmen, die ihr jetzt hier am Anfang erstmal so seht. Ich bin halt, wie gesagt, noch so am Rumexperimentieren gewesen. Wie gesagt, am Anfang müsst ihr halt immer ganz normal euer 3D-Modell haben. Das könnt ihr, wie gesagt, erstmal gestalten. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, Anhänger gemacht, Münzen gemacht, kleinere Münzen. Die kleineren Münzen, das habe ich natürlich, wie gesagt, mit dem Lasercutter gemacht. Dann hier so Ringe. Und bei den Ringen habe ich halt immer direkt mit berücksichtigt. Ihr seht, das habt ihr auch hier bei dem gesehen, dass da hier so ein Angusskanal halt eben drin ist. Ne? Weil ihr müsst euch das vorstellen. Das hier ist quasi so die Form. Ja? Ich mache die mal hier auf, dann könnt ihr das hoch. Das ist so die dreigeteilte, die ich gemacht habe. Könnt ihr das dann so von der Seite sehen. Ne? Das hängt dann quasi hier so drin. Ja. Das hier ist die Form und ihr gießt hier oben das Metall dann rein. Und da ist ja auch ein bisschen Luft, sage ich mal, drin. Die muss ja irgendwo entweichen. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr da verschiedene Möglichkeiten für bietet. Und natürlich macht es halt auch Sinn, diese Silikonform in verschiedene Teile aufzusplitten. Dieses Dreigeteilte hier, das war überhaupt nicht so gut. Warum, wieso, weshalb, das zeige ich euch gleich auch nochmal ein bisschen näher. Aber ja, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Das hier war die erste Variante, die ich halt für den Ring probiert habe. Da habe ich noch sehr viel Silikon auch verschwendet. Ist eine viergeteilte Form, weil ich am Anfang diese Luftlöcher, wo quasi das Ding ist, das habe ich auch viel zu dünn gemacht und auch blöd designt. Das war ein bisschen blöd. Ich finde tatsächlich so ist das am besten. Manche habe ich auch noch gesehen, die machen dann quasi hier in der Mitte auch noch eine Verbindung zu dem Top von dem Ring. Und hier seht ihr auch immer, sind so Nöpsis dran, dass das halt auch wirklich immer genau aufeinander fluchtet. Mit so Löchern geht hier genau rein und dann passt das. Das ist aber eher, sage ich mal, die kompliziertere Art und Weise. Diese hier Sachen sind natürlich wesentlich einfacher. Einfach so eine kleine Form im Lasercutter auscutten, dass ihr halt so eine Form habt. Dann legt ihr euren Gegenstand einfach da rein, den ihr abformen möchtet und gießt quasi einfach dann euer hitzebeständiges Silikon dann einfach drüber. Ja? Danach könnt ihr das im Grunde genommen, ich habe das dann hier quasi einfach rausgenommen, einmal umgedreht und dann hier auch drumherum gebaut, dass das hier einfach fest drin bleibt, dass ich halt diese Form hier wirklich so immer fest hier drin habe. Und ist natürlich, ne, wenn das irgendwo so drin liegt und ihr gießt dann Material drüber, dann wird natürlich die Seite hier abgeformt, wo ihr das draufklebt. Und wenn ihr es dann halt rausholt aus der Form, könnt ihr hier noch ein bisschen so Feinarbeit am Rand machen, dass ihr das wirklich gerade schneidet und so mit dem Cuttermesser einfach. Und dann habt ihr hier eine ganz normale Gussform. Dann einfach das Material wieder schmelzen, reingießen und ja, dann einfach ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist und dann könnt ihr eure Münze, euren Anhänger, was auch immer, dann entnehmen und schauen, was ihr da für ein Ergebnis gemacht habt. Hier für solche Sachen ist es, wie gesagt, komplizierter. Da war das hier meine erste Variante, wie gesagt, dieses viergeteilte.
viel zu viel Silikon verschwendet, war auch nicht so optimal. Dann habe ich als nächstes das hier gemacht, also das zweigeteilte einfach nur, ist quasi im Grunde genommen wie das hier, also ist im Grunde genommen wie das hier von der Form, nur dass ich halt noch ja, das untere quasi auch noch hier so zweigeteilt war. Und das hier war der dritte Versuch, den habe ich aber gar nicht erst gegossen, weil das macht keinen Sinn. Hier habe ich nämlich versucht, erst, ihr müsst euch vorstellen, der Ring hing quasi so kopfüber in der Form drin. Und ich habe dann quasi erst hier unten, also ich habe extra von der Seite dann noch so eine Öffnung, das ist halt so Pappe, und dann habe ich oben drüber das Silikon reingegeben, weil ich mir gedacht habe, das kann sich dann hier so schön abformen. Jetzt habe ich aber nicht daran gedacht, dass da halt Luft noch natürlich hier in dem Modell drin ist und das Silikon so langsam zwar von der Seite reinfließt, aber die Luft bleibt halt da. Ich habe versucht, so ein bisschen gegenzutickeln und so, das hat aber alles nichts gebracht. Hier sind halt richtig Luftlöcher drin, das brauche ich gar nicht erst zu gießen. Das wird kein gutes Ergebnis werden. Das ist quasi nahezu ausgeschlossen. Deswegen habe ich das erst nicht gegossen. Das beste Ergebnis habe ich, wie gesagt, hier mit dieser Form von meinem Ring hier erzielt bisher. Da wird es aber auch noch weitere, bessere Sachen in Zukunft geben, was ich da vorhabe. Ja, wichtig ist halt auch noch, wegen der Trennung von den einzelnen Formen, weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt jetzt quasi so euer Gefäß oder ne, könnt ihr mit dem Lasercutter machen, dass es halt so passgenau ist, wie ihr das haben wollt, oder ihr nehmt eine alte Brotdose oder eine 5-Minuten-Terrinenverpackung, egal was, müsst ihr euch ja vorstellen, wenn ihr jetzt quasi dann euer Modell so da drin hängen habt und ihr wollt das jetzt so Part für Part gießen. Also sagen wir jetzt einfach mal so, dann erst hier den unteren Part, ne, dann den nächsten Part, dann den nächsten Part. Dafür ist es ganz, ganz, ganz essentiell wichtig, das ist jetzt hier, das hat mir mein Nachbar gegeben, einfach Vaseline im DM, überall könnt ihr das kaufen. Und dann, ihr gießt quasi die erste Schicht, lasst es aushärten. Wenn es ausgehärtet ist, nehmt ihr euch so einen kleinen Pinsel, immer schön in die Vaseline rein und bestreicht diese erste Schicht, wenn sie fest ist, mit Vaseline und gießt dann erst euer weiteres Silikon rein, weil ansonsten die Schichten aufeinander kleben bleiben würden und das ist eher kontraproduktiv, weil ihr möchtet das ja danach, so wie ich das jetzt hier mache, so auseinandernehmen können, um euer Modell da halt auch wieder entsprechend rausholen zu können. Ne? Das ist wichtig. Das ist natürlich, das sind Sachen, das muss man hier bei so Sachen nicht beachten unbedingt, weil ne, da gießt ihr quasi einfach oben rein und nehmt es dann auch wieder von derselben Seite wieder raus. Da ist das, ne, ist das zu vernachlässigen. Das ist vielleicht auch so zum ersten Probieren mal vielleicht das, was ich euch am ehesten empfehlen würde, bevor ihr mit diesen mehr teiligen Formen anfangt. Und genau das. Dann, wenn ihr komplett fertig seid, nehmt ihr am besten so einen etwas größeren, feineren Pinsel. Da braucht ihr hier sowas, das ist Talkum. Also hier steht jetzt Fließtalkum, Formpuder. Das könnt ihr hier auch von Troll Factory kaufen. Ist dieselbe Marke wie jetzt hier das Dings. Aber müsst ihr gar nicht. Aber ich verlinke euch den ganzen Quatsch, den ich hier halt benutzt habe, trotzdem mal unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt aber auch einfach Babypuder nehmen. Funktioniert genauso, dieses ganz normale mit der blauen Packung da. Einfach zack, 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 das Baby-Arschpuder. Funktioniert genauso, ist auch Talkum. Und genau das, damit, ihr macht dann quasi so ein bisschen was, geht einfach mit eurem Pinsel so da rein und dann macht ihr diese Bewegung hier, ja, einfach so ein bisschen oder ihr könnt auch einfach so ein bisschen drauf tipseln und dann halt am Ende, ne, zum Feineren so und dann pinselt ihr das Ganze nochmal so ein bisschen ab, ja, damit die Oberfläche mit diesem Talkum leicht benetzt ist, das ist natürlich bei den Formen so hier ein bisschen schwieriger, müsst ihr trotzdem halt gucken, dass ihr das irgendwie ein bisschen durchpustet oder sonst was, damit das die Oberfläche leicht benetzt ist, bevor ihr das flüssige Metall da reingebt, ist einfach besser nochmal, um das dann nochmal besser ablösen zu können und ja, also macht einfach Sinn, das ein bisschen mit Talkum zu beträufeln oder bestreuen. Genau, das sind hier nochmal so die wichtigen Sachen. Dann später in der Nachbearbeitung, ihr seht, ich habe hier Stahlwolle, beziehungsweise, ja, sagt man Stahlwolle? Doch, ja, Stahlwolle. Einmal eine etwas gröbere und einmal eine etwas feinere. Damit kann man die Oberflächen so wahnsinnig auf Hochglanz bringen. Das sieht einfach mega, mega gut aus. Natürlich brauche ich gar nicht zu erwähnen, so Sachen wie ne, hier so eine kleine Pucksäge oder diverse Feilen etc. pp. Die machen natürlich bei solchen Arbeiten immer Sinn, weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, hier gerade bei dem Ring, ne, ihr müsst das quasi hier an diesen Eingusskanälen abschneiden, mit der Säge vielleicht am besten, dann mit der Feile erst ein bisschen entgraten und dass es halt beigefeilt wird und dann später natürlich einen anständigen Glanz reinbringen. Ihr könnt auch einen Ultra
Ultraschallbad zum Beispiel verwenden, das funktioniert auch ganz gut. Gibt da verschiedene Möglichkeiten, da schön Hochglanz in das Material reinzubekommen. Genau, so viel erstmal dazu. Hier habe ich übrigens auch noch so einen kleinen Ringmesser, ne, dass ich halt genau meine Ringgröße ermitteln konnte und habe halt im 3D-Programm extra genau auf meine Ringgröße das Ganze gestaltet. Ich habe jetzt hier auch schon so ein paar weitere Gussformen, hier so für so kleine Barren. Wenn ich da ein bisschen Silber oder sowas verarbeite, dann habe ich ja manchmal vielleicht noch ein bisschen was übrig. Dann kann ich den Rest dann einfach hier in so kleine Barren gießen, um das später weiter zu verwenden. Hier habe ich auch noch so einen etwas größeren Tiegel, den kann ich auch als Schmelztiegel verwenden. Die bestehen aus Graphit. Sieht man, deswegen habe ich direkt jetzt dreckige Finger. Es gibt aber auch hier andere Schmelztiegel aus anderen Materialien, wo dann ja auch so ein Eingussding drin ist. Und dann habe ich natürlich auch hier so eine Zange zum Beispiel, womit ich dann hier zum Beispiel so einen Schmelztiegel, kann man hier auch ein bisschen weiter so, genau so, ja, festhalten kann. Selbiges gilt natürlich auch hierfür. Ja, kann man hier einfach so, weil das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Und der Bunsenbrenner kann, glaube ich, soweit ich weiß, bis 1200 Grad heiß das Ganze erhitzen oder 1100 oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr heiß. Seid da vorsichtig. Genau. Das war so die Variation, die ich bisher probiert habe. Ich habe aber auch hier noch 10 Cent Münzen. Und bevor mir jetzt irgendwelche Zuschauer in die Kommentare schreiben, das ist illegal, Geld einzuschmelzen, nein, ist es nicht. Informiert euch mal, ist sogar im BGB, auch Paragraph weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr in den Kommentaren mich drauf ansprecht, dann schreibe ich euch die entsprechenden Paragraphen nochmal rein. Christian Solmecke von Wildeburger und Solmecke, der YouTube-Anwalt im Grunde genommen, ja, den alle eigentlich in Deutschland hier seit Artikel 13 spätestens kennen, der hat dazu auch schon ein Video gemacht, ob es quasi illegal ist, Geld einzuschmelzen. Nein, es ist definitiv nicht. Das Geld geht nicht nur in meinen Besitz, sondern auch in mein Eigentum über. Ich darf damit machen, was ich möchte. Und das heißt, ich darf es halt auch einschmelzen. Und das Schöne ist, diese 10-Cent-Münzen, mit 10-Cent-Münzen macht es natürlich am meisten Sinn, weil 10-Cent-Münzen wiegen irgendwie 4,1 Gramm, während 20-Cent-Münzen irgendwie nur 5, irgendwas Gramm wiegen. Und das heißt, ich bekomme für 2 10-Cent-Münzen habe ich mehr Material, als wenn ich eine 20-Cent-Münze nehme, und sozusagen kostet das Material dann weniger. Das besteht aus nordischem Gold. Das ist eine Legierung, die aus Kupfer, Aluminium, Zinn und Zink besteht. Zum größten Teil aus Kupfer, danach kommt Aluminium und dann Zinn und Zink, weiß ich nicht, beides relativ wenig auf jeden Fall. Daraus besteht nordisches Gold, also diese Münzen, und zwar durchgängig. Das ist eine komplette Legierung. Da ist kein Kern und nichts drin. Anders ist es wiederum bei 5-Cent-Münzen. Dazu habe ich auch ein paar Stories gemacht auf Instagram, weil eine 5-Cent-Münze hat einen Stahlkern und außenrum, glaube ich, nur 5% Kupfer, womit das quasi so ummantelt ist. Ja? Und diese Ummantelung kann man tatsächlich auch mit so einem Bunsenbrenner abbrennen und hat dann quasi nur noch den Stahlkern von der 5-Cent-Münze. Sieht übel witzig aus, wie ich finde, das einfach mal zu machen. Und sieht auch cool aus, einfach mal diese 5-Cent-Münze so glühen zu sehen. Das ist einfach cool. Muss man halt auch wieder vorsichtig sein, aber sieht einfach mal cool aus. Und dann perlt quasi das Kupfer einfach von der Oberfläche ab. Genau. Dann war natürlich, habe ich mir jetzt überlegt, okay, wie bekomme ich das hier in so eine Form. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich dafür noch ein bisschen professionellere Maschinen haben möchte. Ich habe mir aber trotzdem schon mal hier eine Sache besorgt. Weiß ich noch nicht, ob ich das dann so verwenden werde oder so, aber das war so die erste Idee. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, wenn ich das jetzt hier so mit dem 3D-Drucker ausdrucke, ja, und dann hier quasi so eine Silikonform habe, dann, ich muss ja irgendwie, wenn ich das, weil es muss ja quasi in, es gibt so Einbettmasse, nennt sich das. Wusste ich vorher noch nicht, deswegen habe ich hier ganz normalen Gips. Ja, das war das erste, die erste Idee, die ich hatte, die erste Intention, die ich hatte, ist natürlich aber vollkommener Kokolores. Ja, das mit normalem Gips, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das wird wahrscheinlich springen, die Form. Aber so, dass ihr meine Gedankengänge trotzdem schon mal nachvollziehen könnt. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme jetzt diese Form und dann mache ich das in Gips und dann gieße ich das mit diesem Metall aus und dann wird das schon funktionieren.
Ich muss aber natürlich diese Form aus dem Gips rausbekommen. Und jetzt ist es so, dass dieses Resin, das schmilzt nicht. Ja, ihr könnt da mal mit dem Bunsenbrenner dran gehen, das schmilzt halt einfach nicht. Das kokelt nur so ein bisschen vor sich hin und stinkt wie die Hölle. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier nicht. Aber das brennt nicht richtig. Ja, das schmilzt auch nicht wirklich. Ja, und deswegen kriegt ihr das dann nicht aus eurer Form raus. Und deswegen habe ich mir nämlich auf die Idee mit dem Silikon gekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich eine Zwischenform machen. Das heißt, ich nehme mir meinen 3D-Druck, dann mache ich mir eine Silikonform daraus und dann habe ich hier solche, das ist extra Wachs hier für die, Lost Wax Patterns. Das ist quasi hier extra vom Modell, also für so Schmucksachen ist das extra dafür gedacht. Das heißt, ich nehme mir quasi ein Wasserbad, schmelze dieses Wachs ein, pack das in meine Silikonform rein, öffne das dann und habe dann quasi ein Modell, das was ich gedruckt habe, als Wachs und kann mir das Wachs dann in Gips, also quasi auch wieder schön so eine Form machen. Dann stelle ich das Modell unten rein, was aus Wachs ist, und kippe natürlich meine Gipsmasse dann oben drüber und kann dann einfach das Ganze in den Ofen packen, wo dann das Wachs wieder schmilzt, unten rausläuft und ich habe quasi eine Negativform von meinem Ring, den ich machen möchte. Mit Guss und sowas alles schon vorbereitet. Das war so die Idee und dann kann ich da dann quasi hier mein nordisches Gold, Silber, richtiges Gold, Kupfer, Bronze, Messing, whatever, reinkippen. Das war so die Idee und so in der Theorie war das auch gar nicht mal so verkehrt. Wahrscheinlich werde ich das aber so nicht nutzen, weil es da, also ich werde es mal probieren, aber es gibt auf jeden Fall bessere Methoden. Vielleicht, ich werde es mal mit dem normalen Gips und dem Wachs und so das Zeug so mal probieren, was ich da für Ergebnisse dann rausbekommen kann. Es gibt aber bessere Methoden und bessere Variationen. Und da kommen wir jetzt zu dem, was hier noch so ganz groß die ganze Zeit auf dem Tisch rumsteht. Erstmal habe ich hier so ein paar Siebe. Die braucht man auch, das ist wichtig. Dann habe ich ja hier vorne noch sowas hier. Ja, das ist quasi so eine Form, die besteht aus zwei Teilen. Gibt es auch in verschiedenen Größen, Variationen und so weiter und so fort. Ich habe halt hier diese. Und das finde ich auch sehr gut, weil das ist solide, das ist schwer. Damit kann man gut arbeiten. Und man macht das quasi so erst in die Hälfte. Und dann gibt es nämlich sogenannten Formsand. Werde ich auch noch wirklich... Ich werde zu diesem Thema generell noch sehr, sehr, sehr viele Videos machen, weil ich da Bock drauf habe. Aber so habt ihr jetzt quasi dann erstmal so die Theorie mit auf dem Weg. Und zwar habe ich hier etwa 30 Kilo Formsand. Das ist... Irgendwas ist mir jetzt hier oben unten drunter. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier nicht gebrochen. Nein? Okay. Ist einfach nur so schief. Okay. Das ist Formsand. Das ist ölgebundener Sand, ja. Und dadurch kriegt er auch so seine leicht rötliche Färbung. Das ist ölgebundener Sand, sehr feiner Sand. Und ihr könnt jetzt, wenn ich den jetzt hier so nehme, kann ich jetzt hier einmal so bröseln. Ich kann den aber auch, wenn ich jetzt hier das mal so ein bisschen so zusammenpresse, das richtig fest formen. Und der Sand ist auch so feinkörnig, der setzt sich wirklich hier in alle kleinen Abformungen, kann der sich reinsetzen und ihr könnt damit wirklich eine komplett feste Form machen. Also ihr nehmt euch quasi hier so die Hälfte, packt dann hier euer Modell rein, packt euren Sand dann oben drauf, dann müsst ihr den halt einmal abstreifen und so, packt dann die zweite Hälfte oben drauf, packt da dann auch wieder Sand rein, sodass das Modell genau in der Mitte ist. Das muss auch ganz wichtig mit Talkum dann wieder getrennt werden, sonst kriegt ihr die zwei Hälften nicht mehr auseinander. Und dann habt ihr hier oben, ist der Angusskanal, den müsst ihr quasi dann im Nachhinein noch so bearbeiten, dass ihr das dann hier oben so mit dem Messer quasi dann noch in dem Sand ausschneidet, dass ihr das dann ja so hinbekommt, dass ihr das gießen könnt. Und ja, jetzt habe ich natürlich die Hände komplett hier voller Sand. Und dann könnt ihr da dann eure Formen draus gießen. Das funktioniert für sehr viele Sachen sehr, sehr, sehr gut. Würde aber jetzt hier für die Ringe zum Beispiel nicht funktionieren, weil ich habe jetzt hier so eine kleine Gravur drin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt jetzt quasi eure zweigeteilte Form. Ne? So, und jetzt stellen wir uns vor, der Ring liegt jetzt hier so drin und das ist jetzt so. Wenn ich jetzt aber den Ring aus dem Sand nach so hier rausziehe, also ihr müsst euch vorstellen, das ist mit Sand gefüllt und ich ziehe das jetzt hier so nach oben raus, dann ist hier so die Form noch ganz okay, aber hier vorne, ihr müsst euch vorstellen, hier ist ja die Sandkante und der Ring liegt hier so drin. Und ich ziehe das nach oben weg, das heißt, ich ziehe
mit dem anderen, was hier sonst noch ist, die Gravur, die vorne drauf ist, die ziehe ich einfach mit ab. Das heißt, der Sand bleibt hier in dieser Vertiefung drin und ich ziehe den mit hoch und dementsprechend würde ich das nicht mitgießen. Für solche Feinheiten, für solche, also das hier eignet sich eher so für gröbere, größere Figuren, die so, ne, wo halt nicht irgendwie, wo ich, was halt gut in zwei teilbar ist, so dass man es aus beiden Hälften rausziehen kann, ohne dass man da irgendwas anderes mit rauszieht. Dafür eignet sich das und zwar sehr, sehr, sehr gut. Da kriegt ihr richtig feine Ergebnisse. Ich habe da sehr, sehr, sehr viele Videos schon zu gesehen. Wir werden aber selber damit auch noch sehr viel machen, also bleibt da auf jeden Fall gespannt. Aber für solche Ringe gibt es dann nochmal eine feinere Methode als das hier. Und zwar habe ich mir dafür jetzt rausgeguckt, es gibt eine sogenannte, ein Kaya Cast. Das ist eine Maschine, die heißt Kaya Cast. Das ist eine Vakuummaschine, die besteht aus zwei Teilen. Einmal eine Vakuumglocke mit einer Rüttelplatte. Also das, diese Vakuumglocke kann halt so ein bisschen rütteln. Und einem Loch sozusagen, wo ihr dann euren Tiegel reinstellen könnt, also eure Form mit der Einbettmasse. Und da gießt ihr dann später euer Material rein und das Ganze zieht Vakuum. Und diese Einbettmasse ist so, dass diese Poren quasi luftdurchlässig sind, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn du Vakuum auf diese Form gibst und dann oben das Metall reingießt, dann wird das wirklich bis in alle Ecken reingezogen, ohne dass da irgendwelche Luftblasen oder sonst was überbleiben, wie jetzt das hier zum Beispiel teilweise der Fall ist. Also das ist wirklich so, damit arbeiten auch teilweise Juweliere und so. Also das ist halt wirklich, ja, so der Profi-Shit sozusagen. Diese Maschine brauche ich dafür noch. Und einen Ausbrennofen, also einen Brennofen sozusagen, weil es gibt quasi phosphatgebundene Einbettmassen und es gibt gipsgebundene Einbettmassen. Ich persönlich würde euch die gipsgebundenen empfehlen, die machen am meisten Sinn, weil phosphatgebundene, das, keine Ahnung, braucht ihr maximal, wenn ihr irgendwie Titan oder sowas gießen wollt. Aber ich sag mal, für Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Aluminium, nordisches Gold, also sämtliche anderen Legierungen, die quasi in diesem Metallbereich liegen, dafür reicht definitiv die gipsgebundene Einbettmasse. Und ihr merkt schon wieder, das wird hier quasi auch nochmal zu dem Videotitel, den ich eigentlich gemacht habe, noch viel, viel, viel Theorie, was darüber hinausgeht. Aber ich möchte meinen aktuellen Wissensstand mit euch teilen, weil das für mich auch so eine Art Tagebuch ist, wie ich das Ganze jetzt mir quasi selber beibringe. Weil ihr müsst euch vorstellen, so ein Juwelier, der lernt, dass diese ganzen Sachen, die ich jetzt hier mache, über Jahre in einer Ausbildung und ich bringe mir das hier in ein paar Wochen einfach selber bei, so in dem Art Selbstexperiment mäßig. Und mein Ziel ist es tatsächlich am Ende, einen Siegelring in der Hand zu halten, der wirklich so perfekt ist, dass man, wenn ich dem jemanden zeige, dass er sagt, Mensch, krass, was hast du denn dafür bezahlt? Von welchem Juwelier ist denn der? Das ist mein Ziel, da möchte ich hin und ich glaube, in ein paar Wochen oder Monaten kriege ich das auf jeden Fall hin. Und dieser Brennofen, von dem ich gerade geredet habe, der ist im Grunde genommen eines der Kernpunkte, um diese Ergebnisse zu erzielen. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Da braucht ihr unbedingt einen mit der programmierbar ist, wo ihr ein Programm einstellen könnt, weil diese Einbettmassen werden mit Wasser angerührt. Und dieses Wasser und, ne, ihr habt ja quasi einmal das Wasser und natürlich, da ist ja euer Wachsmuster drin, ne? Ich habe euch das Wachs ja eben gezeigt. Euer Wachsmuster, das heißt, das Wachs muss rauskommen und die Einbettmasse selber muss quasi komplett restlos wasserlos werden. Das ganze Wasser muss da raus und deswegen muss man teilweise 5, 6, 7 Stunden lang das Ganze in diesen Brennofen reinpacken mit einem Heizpattern sozusagen. Das wird immer pro Einbettmasse wird das angegeben, welches Heizpattern man hier verwenden muss. Entweder pro Einbettmasse oder manchmal halt auch für die verschiedenen Wachse, die ihr verwendet oder Resins, komme ich gleich noch zu. Dafür wird das, gibt es verschiedene quasi Heizkurven, die ihr machen müsst. Zum Beispiel irgendwie erst eine Stunde auf 200 Grad, dann zwei Stunden auf 400 Grad, eine Stunde auf 800 Grad und dann wieder auf 200 Grad oder 500 Grad zurück. Also es gibt da, ne, verschiedene Kurven, kriegt ihr aber alles immer von den Herstellern immer mitgegeben zu den jeweiligen Materialien. Was genau ich da noch verwende, das mache ich dann im anderen Video noch, aber so schon mal so viel zur Theorie. Genau, das, so viel dazu und dann, ihr habt quasi dann euer Form, und komm, ich sag's euch jetzt einfach noch, und zwar aktuell drucke ich ja hier mit ganz normalem Resin, so was jeder von euch wahrscheinlich auch zu Hause hat, vielleicht Waterwashable Resin, vielleicht das normale Resin, vielleicht ABS Resin oder, es gibt ganz viele verschiedene Resins, die ihr da verwenden könnt. Und jetzt gibt es aber von der Firma Bluecast ein Resin,
One X oder sowas heißt das, oder irgendwas mit X auf jeden Fall. Und dieses Resin, das ist quasi ein Wax Castable Resin für Lost Wax Casting. Und das ist halt ein Resin, das heißt, ihr druckt euer Modell und nach dem Druck ist euer Modell wachsähnlich. Ich würde nicht behaupten, dass das reines Wachs ist, so von dem Ding her, aber es ist wachsähnlich von der Materialbeschaffenheit, sage ich jetzt mal, von den Eigenschaften her. Und das heißt, ihr könnt das quasi in euer Gips, in euer gipsgebundene Einbettmasse dann quasi damit gießen, könnt diese gipsgebundene Einbettmasse dann eben in diesem Brennofen brennen und dieses Material, das heißt, ihr müsst nicht diesen Zwischenschritt über eine Silikonhülle, weil jedes Mal, wenn ihr eine Kopie von der Kopie von der Kopie macht, kriegt ihr Qualitätsverlust, das ist ganz normal. Aber so könnt ihr direkt das, was aus dem Resin 3D-Drucker ist, in die Einbettmasse, in den Brennofen, das Ganze 5, 6, 7 Stunden ausbrennen, das Wachs ist komplett draußen, das Wasser aus der Einbettmasse ist auch komplett draußen, das Ganze kommt dann in dieses Vakuumteil rein, ihr macht euer Metall heiß und packt das dann da rein und dann habt ihr ein optimales Ergebnis. Und das Schöne bei der gipsgebundenen Einbettmasse ist meistens auch noch so, dass ihr das ins Wasserbad hinterher reinpackt, wenn das Metall so halbwegs fest ist und dann durch die Hitze und durch das Kochen, sage ich mal, verschwindet der Gips komplett und ihr habt dann quasi euer Modell und dann habt ihr quasi sowas, bisschen nachbearbeiten und dann habt ihr einen schönen Silberring, Goldring, Kupferring, Bronzering, whatever. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und dazu braucht man natürlich noch einen Schmelzofen. Ganz wichtig, ich habe mir aber keinen Schmelzofen, der mit Elektro betrieben wird, sondern ich habe mir einen Propangas-Schmelzofen besorgt. Dafür brauchte ich dann noch eine Propangasflasche. Dafür bin ich einfach in den Baumarkt gefahren und habe mir noch ein paar Sachen gekauft. Da zeige ich euch jetzt noch was zu. Optimal, Gasflasche einfach hier gekauft. Einfach hier im Sonderposten, Sonderpreis-Baumarkt. Das ist optimal, weil online hätte mich die Flasche, ich glaube, was 120 Euro gekostet oder 150, so um den Dreh rum. Und jetzt habe ich hier einfach, 40 Euro bezahlt. Also mit Inhalt, ja. Und jetzt habe ich hier noch zum Festklopfen von dem Sand hier so ein Hämmerchen. Dann hier, damit ich mal so ein bisschen in dem Schmelztiegel rumstochern kann. Ja, so ein Schippchen, ne, das kann man auch immer gebrauchen. Und die Energy Drinks hier aus dem Dings, Baustoff. Das sind geile Energy Drinks. So, hier noch zum Abziehen von dem ölgebundenen Sand. Und hier will ich mir mal selber so ein Dings davon basteln. So ein Rahmen. Ja, und nachdem ich dann quasi all diese Sachen besorgt habe, habe ich natürlich noch ein paar weitere Sachen besorgt. Die zeige ich euch jetzt einfach auch nochmal ganz kurz. Neuen Folge TechPack Opening. Nein, Spaß. Das sind alles Sachen, also die meisten davon, ich habe jetzt noch nicht genau auf die Paketnummern oder sowas geguckt, aber das meiste hiervon sollten Sachen sein, die für meinen Schmelzofen sind und auch mein Schmelzofen selbst. Und ich möchte einen Barren mal gießen. Das mit dem Barren werde ich wahrscheinlich als erstes machen. Hier habe ich übrigens noch so einen kleinen Schöpflöffel. Da bin ich aber immer noch nicht so ganz zufrieden mit. Ich hätte gern so einen größeren Schöpflöffel für irgendwas mal so. Aber muss ich mal schauen, ob ich mir da vielleicht auch einfach aus dem Küchenbereich da irgendwas organisiere. Ist ja egal, wenn das dann nach einer Weile kaputt geht, kann ich ja neues holen. Und hier habe ich noch eine weitere Zange, weil ich habe mir noch einen weiteren Schmelztiegel bestellt, beziehungsweise noch mehrere Schmelztiegel. Und diese Zange ist für einen Schmelztiegel davon, weil es gibt so Schmelztiegel. Jetzt mit dem kann ich das natürlich nicht so benutzen, aber funktioniert auch, aber es ist halt nicht dafür gedacht. Es gibt so Schmelztiegel, die haben oben so eine Öffnung und da kommt das dann hier so dran. Und dann kann ich das dann so da reinmachen. Genau. Also so viel dazu. Das sind jetzt erstmal hier die Sachen. Das ist quasi so das Starterpaket an, ich möchte mit Metallschmelzen anfangen. So mit Metallmolding, Formdings und wie auch immer. Das ist so quasi mein Starterpaket. Ein paar Sachen sind wie gesagt noch auf dem Weg, aber das werdet ihr im Laufe des Videos noch alles mitbekommen.
Und ein paar Sachen davon habt ihr ja jetzt auch schon hier gesehen, die jetzt hier auch schon auf dem Tisch liegen. Nur ich wollte euch das Ganze auch nochmal zeigen. Ich habe das hier, wie ich das hier ausgepackt habe, den Schmelzofen und die paar anderen Sachen, feuerfeste Schürze und so weiter und so fort. Ich verlinke euch all das, was ich bis jetzt schon hier verwendet und gezeigt habe, unten direkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr schon mal reingucken, reinschnuppern, wenn ihr wollt. Wie gesagt, das mit dem Lasercutter und ein bisschen Zinn und so, das könnt ihr im Grunde genommen zu Hause jetzt schon mal ausprobieren, wenn ihr Bock drauf habt. Übrigens, Zinn habe ich mir hier auch noch so ein paar kleine Nuggets gekauft. Wo habe ich sie? Hier hinten. Die habe ich, glaube ich, bei eBay oder so bestellt oder bei Amazon, ich weiß nicht. Die gibt es hier auch in so Nuggets einfach. Falls ihr da nicht irgendwie einen alten Zinnbecher von Oma, Opa habt, den ihr einschmelzen könnt, könnt ihr das auch so machen. Und da einfach ein bisschen rumexperimentieren. Seid aber, wie gesagt, vorsichtig. Schutz, schützt eure Augen, schützt eure Hände. Das geschmolzenes Metall, was irgendwie so heiß ist. Ich meine, das sind jetzt hier bei den Zinn und so, im theoretischen Fall, bis das geschmolzen ist, so zwischen 350 Grad so um den Dreh rum. Aber, wie gesagt, das Ding hier kann 1100, 1200 Grad. Das heißt, wenn ihr ein bisschen länger drauf haltet, kann das Metall auch heißer werden als diese Temperaturen. Was natürlich zum einen schlechte Gussergebnisse bringen kann, weil das Silikon halt nur bis 450 Grad aushält und sonst halt teilweise anfangen kann, ein bisschen zu kochen oder Blasen zu schlagen und so. Sieht dann nicht so schön aus. Und zum anderen, dadurch, dass es heißer ist, ist es natürlich auch gefährlicher. Ihr wollt kein heißes Metall auf eurer Haut haben. Glaubt mir, ich habe es, Gott sei Dank, ich war vorsichtig, es ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ich gehe aber davon aus, dass es irgendwann wahrscheinlich auch nochmal passieren wird. Und ich kenne mich, ich bin Riesen-Mimimi, ich werde wahrscheinlich riesig rumheulen. Ich werde aber trotzdem, so gut es geht, mich schützen. Wie gesagt, Spritzschutz, feuerfeste Handschuhe, vielleicht auch noch lange Ärmel irgendwie von einem Material, was nicht so schnell brennt. Zieht euch eine anständige Jeans an, anständige Schuhe an. Und wie gesagt, diesen Lederschürzen-Dingsbums, weil schützt euch wirklich, das ist absolut das A und O. Wie gesagt, mit dem Lasercutter könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Und wenn ihr einen Resin 3D-Drucker habt zu Hause, dann könnt ihr euch hier auch mal dieses Silikon besorgen und könnt dann damit ein bisschen rumexperimentieren. Macht auf jeden Fall Spaß, gibt coole Ergebnisse und so könnt ihr eure 3D-Drucke ganz simpel und einfach erstmal ja, in Zinn zumindest schon mal gießen. Ist auf jeden Fall schon mal, ne, so um da so ein Gefühl für zu bekommen. Ich finde diesen Ring hier auch mega cool. Diese Münze, wie gesagt, ich habe es euch ja eben zum Anfang des Videos schon mal gezeigt. Ich bin wahnsinnig begeistert davon. Ich bin sehr, sehr, sehr happy darüber, über diese Ergebnisse. Und das hat mich wirklich so geflasht, dass ich, wie gesagt, nicht loslassen konnte davon. Ich habe hier noch den Formsand. Damit wird noch eine Menge gemacht. Und es sind noch, wie gesagt, diese anderen Maschinen, die werden noch besorgt. Ist natürlich alles relativ kostspielig. Deswegen, also wirklich, wenn ihr Bock drauf habt, das weiter zu unterstützen, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich habe euch den ganzen Kladderadatsch verlinkt zu Deal Heroes, also unserer Preisvergleich-Webseite. Das heißt, solltet ihr irgendwas davon irgendwo günstiger finden, lasst mich das über das Kontaktformular von Deal Heroes erfahren. Und dann werde ich den günstigeren Preis zu dem jeweils anderen Shop noch mit in die Preisvergleich-Webseite mit einfließen lassen, dass wir immer aktuell in der Community ja, die besten Preise halt eben haben, wenn ihr da drauf geht. Und ich werde halt natürlich die Preisvergleich-Webseite auf Deal Heroes, das ist natürlich die ganzen Links, die ganzen Sachen, die ich da verlinkt habe, sind alles Affiliate-Links. Das heißt, ihr geht dann quasi drauf, auf Amazon zum Beispiel, kauft euch hier dieses hitzebeständige Silikon und dann bekomme ich eine kleine Provision. Die zahlt nicht ihr, die zahlt der Shop, also die zahlt in dem Fall hier Amazon oder eBay oder ich glaube Banggood und Gearbest habe ich hier gar nichts bestellt oder so oder AliExpress, aber die zahlt halt eben der jeweilige Shop. Das heißt, ihr zahlt keinen Cent mehr und könnt mich somit unterstützen. Wie gesagt, diese Maschinen kosten ein Heidengeld. Der Brennofen selber war, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich glaube, 350, 400 Euro sowas um den Dreh rum. Die Vakuumier, also dieses Kaya-Casting, gibt es teilweise bei AliExpress für 400-500 Euro. Lasst euch aber nicht täuschen, da steht dann bei Versand nochmal 400-500 Euro mit dabei. Das heißt, ihr seid dann auch bei 800-900 Euro ganz schnell. Das heißt, ja, ich habe jetzt in dem Fall, wenn das bei mir alles so läuft, bin ich bei der Kaya-Caste auch bei 900 bis 1000 Euro. Muss natürlich auch noch den Zoll dafür bezahlen und so. Ist, ne, wie gesagt, sehr kostspielig. Dann der Brennofen selber, den ich mir besorgt habe. So ein Tabletop-Ding ist das. Was heißt, ich glaube, der kostet auch nochmal 600, 700 Euro so aus dem Dreh. Also plus auch nochmal Zoll und so. Und du bist auch bei 800 Euro. Also es ist schon alles relativ kostspielig. Aber ich habe Bock da drauf und ich will euch da mit auf diese Reise nehmen. Will euch da coole Ergebnisse zeigen. Und ja, machen wir hier mal so ein bisschen auf dem Kanal so eine kleine Ringmanufaktur. Hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Und wenn ihr dazu noch ein paar weitere Tipps
Ideen oder sonst irgendwas habt, haut es in die Kommentare. Habt ihr eine Idee für eine coole Münze? Habt ihr eine Idee für einen coolen Ring? Einen Anhänger? Eine Trophäe, eine Statue, egal was, haut eure Ideen unten in die Kommentare rein. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, zum Beispiel sowas wie hau ein bisschen Borax auf das Metall, um die Oxide zu lösen, damit das Metall, bevor das gegossen wird, etwas sauberer ist und, sag ich mal, als Flussmittel halt auch noch dient, damit das halt besser und sauberer halt eben fließt. Solche Sachen zum Beispiel. Haut wirklich all eure Tipps und Erfahrungen, falls ihr selber schon mit sowas gearbeitet habt, unten in die Kommentare, weil ich bin mir relativ sicher, dass viele, viele, viele Leute die Kommentare auch lesen werden. Und ja, wenn ihr euch da so ein bisschen gegenseitig helfen könntet, das wäre ultra cool. Und später, wenn das alles noch klappt, gibt es vielleicht sogar noch eine weitere Maschine dazu, und zwar einen Faserlaser. Das Ding kostet aber so um die 3000 Euro. Das heißt, wenn ich dann quasi irgendwie so einen coolen Goldring mir gegossen habe, dann kann ich den damit auch noch komplett gravieren. So, weil damit kannst du halt Metall gravieren. Also, es wird cool, es wird spannend. Wenn ihr Bock darauf habt, dann natürlich lasst dem Video ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Haut, wie gesagt, die Kommentare voll, und wenn ihr Bock weiterhin habt, dieses Projekt zu verfolgen, dann natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support, ermöglicht mir weiterhin solche Videos zu machen und ihr verpasst keines von diesen Projekten. Es wird in nächster Zeit auch das ein oder andere Tech-Pack-Opening-Video noch geben, weil, wie gesagt, ein paar Sachen noch auf dem Weg sind hierher, und da werde ich euch natürlich auch immer die aktuellen Maschinen und Sachen und sowas zeigen, die ich auspacke, die ich dann weiter in solchen Videos wie dieses hier verwende. Ich hoffe, euch hat dieses doch etwas umfangreichere Video gefallen. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen nochmal meine aktuellen Erfahrungen versucht mit euch zu teilen, oder ich wollte die euch, wie gesagt, da mitnehmen. Der eigentliche Teil dieses Videos, also quasi, wie könnt ihr aus euren 3D-Drucken Metall machen, der war ja schon relativ am Anfang des Videos eigentlich beendet. Wie gesagt, einfach hier das mit dem Lasercutter und das mit dem Silikon. Aber ich wollte euch da, wie gesagt, einfach mitnehmen. In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.